Wecker klingelt jetzt bestimmt schon 4 Minuten. Trotz Federbett kommt's mir vor wie in einer Tiefkühltruhe. Das ist zu viel des Guten. Ich drehe die Heizung auf, obwohl es keinen Sinn hat, denn ich muss ja sowieso gleich schon raus. Ich beeile mich aber, geh noch schnell unter die Dusche, stell sie auf heiß und dennoch kommt erst nur eisiges Wasser. Dann geht's ab nach draußen, renn durch den prasselnden Regen, der auf mich einhämmert wie all die Gedanken an jene Prüfung, die ich gleich schreib. Dieser Nebel ist leicht zu setzen mit der Müdigkeit, die sich bei mir einschleicht. Ich kann weder vor dem Wetter hier flüchten, noch vor dem Test. Ich seh mein Spiegelbild in dreckigen Pfützen und ich bild mir ein, dass mein Leben genauso den Bach untergeht, wenn ich nicht langsam was unternehm. Ach du Scheiße, schnell! Fast hätte ich's verplant, in die Bahn einzusteigen. Ich will in die Ferne schauen, doch sehe nur beschlagene Scheiben. So undurchsichtig wie meine Zukunftsvisionen. Wird sich das Studium lohnen und eröffnen sich gute Optionen? Führt mich ja eine neue Beziehung aufs Glatteis? Ich steig aus der Straßenbahn, geh ein paar Meter und flieg auf die Klappe. Nein! Was mag das bedeuten? Ich seh fade Fassaden, kahle Gebäude und noch kahlere Bäume. Irgendwie fürchte ich mich. Doch wahrscheinlich mach ich wie Wind in der Wüste. Viel Wirbel um nichts. Dafür lebe ich nicht. 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 Dafür lebe ich nicht.